Braucht die Welt überhaupt noch Gott oder die Religion oder ist jeder seines eigenen Glückes Schmied? Schert euch zum Teufel, geht uns Religion nichts mehr an, liebe Zuschauer? Fragezeichen und Thema der heutigen Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Gäste hier im Studio sind Hola Mariam Hübsch. Sie sind freie Journalistin und deutsche Muslima. Bei uns ist Karen Duwe, Buchautorin, und Sie sind beim wissenschaftlichen Beirat der Giordano Bruno Stiftung. Giordano Bruno, jener Dominikanermönch, der für seine Glaubensüberzeugungen auf dem Scheiterhaufen geendet ist, allerdings schon eine Zeit lang her, im Jahre 1600. Jetzt vertreten Sie diese religionskritische Stiftung. Hans-Christian Ströbel ist bei uns von den Bündnisgrünen und Bruder Paulus Terwitte, Kapuzinermönch. Sie sind Guardian, also Leiter eines Kapuzinerklosters in Frankfurt, aber auch in den Medien aktiv mit Talksendungen zu Glaubensfragen. Bruder Paulus, fühlen Sie sich eigentlich als Christ, als Priester, als Gottesmann verächtlich gemacht, verachtet, nicht ernst genommen in der heutigen Gesellschaft? Es gibt manchmal, dass Leute sagen, ich hätte irgendwie eine Art geistigen Fehler, wenn ich noch religiös bin, oder irgendwie irgendein bei mir im Gehirn wird es nicht ganz stimmen. Sowas gibt es schon durchaus, aber meistens wird mir sehr viel Respekt entgegengebracht, vor allen Dingen, weil man bei uns in Frankfurt sehen kann, dass Glaube und Leben, das heißt Gottesdienst und Armenfürsorge, sehr eng zusammenhängen. Und von daher sind sehr viele Menschen, die mir begegnen, voller Respekt. Frau Hübsch, wir reden jetzt mal nicht von Verächtlichmachung von Religion, sondern von Ignoranz gegenüber Religion. Man hat den Eindruck, dass Muslime da besondere Schwierigkeiten haben mit Menschen, also Ungläubigen, die ganz bewusst ungläubig sind und mit Religion nichts zu tun haben wollen. Ist das ein richtiger Eindruck? Nein, dieser Eindruck ist definitiv nicht richtig. Ich glaube, das ist ein Klischee. Das ist ein Stereotyp, den die Menschen so pflegen vom Islam. Ich glaube, im Islam ist auch eine ganz wichtige Grundlage Humanismus, eben Menschenliebe. Liebe für alle Menschen, so wie in allen Religionen. Das ist das Fundament schlechthin, der Dienst an der Schöpfung. Das ist eine der wichtigsten Grundlagen. Und das ist erstmal ganz unabhängig davon, welche nominelle Zugehörigkeit ein Mensch hat. Es gilt auch für Tiere, es gilt für die Umwelt. Und da jetzt so diese Klassifizierung vorzunehmen, auf der einen Seite die Gläubigen, auf der anderen Seite die Ungläubigen, das sind ja so Ideen. Aber Ungläubigkeit ist ja eine Todsünde im Koran, glaube ich. Nee, das glaube ich aber ganz sicher nicht. Das ist eine Interpretation, die bestimmte Extremisten natürlich gerne in die Medien und auch generell gerne verbreitet sehen. Das ist eine sehr extreme, sehr kurzgedachte Lesart des Korans, die nicht unbedingt das ist, was ich unter Koran verstehe. Von daher, glaube ich, muss man da doch ganz stark differenzieren. Frau Duwe, ich glaube, Sie sind bekennende Atheistin, wenn ich das richtig sehe. Ist für Sie Religion, ist religiöser Glaube für Sie sozusagen überflüssiger folkloristischer Tand? Na, er bedeutet sehr vielen Menschen sehr viel. Insofern steht mir das auch gar nicht zu sagen, das ist jetzt Tant, was soll der Unsinn? Aber mir ist es ganz fremd. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wie in einer Zeit, in der wissenschaftlich sehr viel erklärt worden ist, eigentlich noch so Weltbilder, die sich vor Jahrtausenden oder zumindest vor Jahrhunderten gebildet haben, noch tatsächlich so bestehen können. Das ist mir für mich nicht nachvollziehbar. Ströbele, genügt der Glaube an sich selbst? Nein, so würde ich das nicht formulieren. Aber ich habe im Gegensatz zu meiner Kindheit, wo ich mal sehr gläubig war, katholisch gläubig war, halte ich inzwischen nichts mehr davon. Und zwar seit ich immer wieder mitbekomme in meinem langen Leben, wie viel fürchterlichste Verbrechen im Namen der verschiedenen Glaubensrichtungen, des katholischen Glaubens, des islamischen Glaubens, evangelischen Glaubens, begangen werden. Und Sie sagen jetzt auch der Islam ist der Liebe zum Menschen, zum Tieren, zur Umwelt verpflichtet. Wie kann man, wenn man daran glaubt, dass der Islam der Liebe zu den Menschen verpflichtet ist oder der katholische Glaube der Liebe zum Menschen, wie kann man dann im Namen dieses seines Glaubens andere Menschen foltern, umbringen, ganze Völker versuchen, dahin zu rotten? Ja, aber das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die wir immer schon haben. Ich meine, wenn Sie mal in der Geschichte sich anschauen, der größte Genozid, der größte Mord an Menschen, das war nicht im Namen einer Religion, das war im Namen einer Ideologie im letzten Jahrhundert erst. Und das war nach der Aufklärung. Das heißt, es ist, glaube ich, man macht es sich zu leicht, indem man, das sind ja Menschen, die die Religion instrumentalisieren, die sie missbrauchen, um bestimmte Ideen, egoistische Interessen und politische Motive voranzutreiben. Und ich glaube, da muss man schon... Die haben das Glauben, die tun das alles für den lieben Gott.
Na, das sagen Sie, das behaupten Sie. Und auch, worauf Sie hinaus wollen, jetzt wahrscheinlich eben Drittes Reich, Hitlerregierung, Naziregime, das ist ja sehr religionsähnlich gewesen. Ein Führer, der sagt, was längst geht. Also Religion wird manchmal dazu. Ja, ja, aber es hatte ja ganz starke Züge von Religionen. Vor allen Dingen hatten die doch nicht die Ideologie, sie lieben alle Menschen. Nee, das haben sie nicht. Das Gegenteil. Sie haben davon gelebt, unter anderem, dass sie den Hass gepredigt haben zu großen Bevölkerungsschichten. Ich glaube, der Unterschied, der liegt daran, dass es totalitäre Ideologien gibt, die auch heute noch die Religion gerne benutzen. Glaube ist total. Der Glaube ist nicht total, das glaube ich nicht. Der Glaube ist in seinem Anspruch vielleicht, was die Liebe angeht, also der Anspruch, dass der Glaube Freiheit für den Menschen bringt. Das ist ein sehr hoher Anspruch, den der Glaube hat, sicherlich. Aber der Glaube ist nicht total in dem Sinne, dass er intolerant wäre gegenüber allen anderen Menschen in anderen Glaubensrichtungen. Aber die Frage ist ja, Bruder Paulus, warum entsteht dieser Eindruck, oder wird in Zweifel gezogen, dass die Religion, dass der Glaube dem Menschen zugewandt ist, ihn liebt? Denn das ist ja eine Grundlage des Christentums. Das ist ja die Frage, wer das eigentlich in Zweifel zieht. Also wir haben gerade den Gedenktag des Nikolaus von der Flüe, eines großen heiligen Friedensstifters in der Schweiz. Wir kennen Beispiele, Mutter Teresa nenne ich jetzt einfach mal, Franziskus von Assisi, der in meinem Orden ja eine große Rolle spielt. Alles Menschen, die durch ihre Verwurzelung in Gott zu Menschen geworden sind, die angstfrei mit Fremden umgegangen sind, die mit Freude und Lust die Schöpfung angeschaut haben und die in dieser Weise ganz offene Wesen waren. Und es gibt natürlich auch andere Menschen, sowohl Atheisten wie Gläubige, die bestimmte Erkenntnisse nutzen, um sie dann dazu zu benutzen, andere Leute unterzubringen. Darf ich mal fragen, wenn Sie sagen, der Glaube sagt Ihnen nichts, woher kommt das? Warum denken Sie so, ist er... Kann die Kirche oder können Kirchenreligionen Ihnen das zu wenig vermitteln, was am Glauben wertvoll ist? Halten Sie ihn für überkommen? Ist es eine Vermittlungsfrage oder ist es eine grundsätzliche Frage? Ich halte es grundsätzlich für sehr problematisch, wenn man den Anspruch erhebt, die allein selig machende, die allein gültige und die allein moralisch bindende Wahrheit zu kennen. Und nicht zu sagen, das ist jetzt mein Privatvergnügen, ich bin halt spirituell. Und für mich gilt nicht nur das Grundgesetz, sondern für mich gelten zusätzlich noch die Regeln meiner Religion, denen möchte ich nachkommen. Sondern wenn man wirklich religiös ist, fundamental religiös ist, tief religiös ist, dann weiß man, das ist Fakt. Das ist jetzt nicht eine Möglichkeit, wie die Welt erschaffen sein konnte, sondern der Gläubige ist fest überzeugt, es gibt diesen Gott. Und das ist ein Fakt, das ist jetzt nicht eine Möglichkeit, die man diskutieren kann, sondern das und diese ganzen Gesetze, die es da gibt, müssen auch für alle moralisch bindend sein. Liegt das Problem mit den Religionen in unserer Gesellschaft auch daran, dass religiöse Regeln und staatliche, verfassungsrechtliche Regeln sich oft widersprechen? Das war früher vor allen Dingen so, das ist immer noch so und wir haben ja inzwischen, dank der Französischen Revolution, muss man sagen, die Trennung von Kirche und Staat, jedenfalls soll das so sein. Das wird leider weder in Frankreich noch in Deutschland ganz durchgehalten. In Frankreich übrigens immer noch konsequenter als in Deutschland. Aber genau das Absolute ist es. Jede Religion, der heutigen Religion, die monotheistischen Religionen, also der katholische Glaube, das predigen sie heute noch, ist die Alleinseligmachende. Alle anderen, so habe ich das als Kind gelernt, alle anderen, die einen anderen Glauben haben, die sind sogar schlimmer als die Heiden, wurde mir immer gesagt, weil die wissen es ja besser. Ist beim Islam auch nicht anders. Dieser Absolutheitsanspruch, dass man anderen, die was anderes glauben, wegen mir sollen die Leute glauben, was sie wollen. Aber wenn man sagt, der andere ist schlechter, ist böser, kommt in die Hölle, also macht man denen ja auch Angst, nur weil er einen anderen Glauben hat, das ist doch teuflisch, das ist doch nicht göttlich. Ja, aber da steht ja auch in den Heiligen Schriften. Ja, eben nicht. Also da, glaube ich, da haben wir auch ein ganz großes Problem, dass es an Sachkenntnis fehlt. Also was zum Beispiel im Koran steht, ein ganz wichtiger Vers, der immer wieder mal auftaucht, die Juden und die Christen und die Sabäer und wer immer von ihnen glaubt und gute Werke tut, er wird ins Paradies kommen. Und Paradies ist eine Metapher. Das steht auch im Koran immer wieder. Es handelt sich um Gleichnisse. Wenn wir über Paradies und Hölle reden, dann reden wir nicht über ein Feuer, sondern wir reden über einen Zustand der Seele. Und Paradies ist ein Zustand der Gottesnähe. Das heißt, die Religion geht davon aus, dass ein Mensch durch Liebe, durch Mitmenschlichkeit und durch den Dienst an der Schöpfung und an den Schöpfer ein Maß an Liebe erfährt, ein Maß an Gotteserkenntnis erfährt, das ihn frei macht. Und das ist Paradies. Und das hat nicht mit der nominellen Zugehörigkeit zu irgendeiner Religion zu tun. Das ist erstmal davon unabhängig. Natürlich, die Religion schafft Rahmenbedingungen, die es einem ermöglichen, dieses Ziel, so zumindest die Überzeugung der Gläubigen, aufs Beste zu erreichen. Aber das heißt ja nicht, dass diejenigen, die jetzt anders denken, da irgendwie jetzt gleich in eine Hölle kommen. Das ist höchstens ein Zustand, der für sie selbst
selber schmerzhaft ist. Also die katholische Kirche kennt ja auch... Mir ist nochmal wichtig, dass wir nochmal uns einigen, dass auch natürlich die französische Revolution mit ihren tollen Werten Menschen ans Messer geliefert hat. Und dass kommunistische Staaten durchaus festgestellt hat, wer linienrein ist und wen man umbringen muss oder in den Knast bringen muss. Und von daher denke ich mir, würde ich mich gerne mit Atheisten zusammentun oder mit allen Menschen zusammentun, dass wir darüber nachdenken, wie meine Grundüberzeugung, die mich trägt, dass sie wirklich dazu beiträgt, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und nicht nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich den Schädel ein, sondern dass wir miteinander neugierig sind, wie sie sagen können, mir will gar nicht in den Kopf, dass da ein Gott sein kann. Genauso wie Ihnen vielleicht nicht in den Kopf gehen kann, dass ich sagen kann, dass da ein Gott sein kann, der diese Welt in seiner Hand hat. Dann sagen Sie mal, der Muslima, du bist Muslima, du glaubst den Glauben an einen Gott anders als ich. Glaube du weiter, ich will dich auch nicht überzeugen. Alle, die so sind, die sollen so glauben. Das ist das missionarische Verständnis der Kirche seit 50 Jahren, seit dem Konzil. Dass wir sagen, alle Menschen sind von Gott gerufen zur Wahrheit und alle Menschen sind unterwegs zu dieser Wahrheit. Und wenn ich jetzt mit Ihnen zusammen bin oder mit Ihnen zusammen bin, dann glaube ich, wenn wir wirklich der Stimme unseres Herzens folgen, dann werden wir diesen Weg unseres gehen. Unseres Herzens, Ihrer Lehre. Es geht jetzt erstmal um die Lehre. Ich verlange von mir auch, dass ich der Stimme meines Herzens folge. Ja. Hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Es geht ja um die Frage Religion in der Gesellschaft, dass der Dialog zwischen Religiösen und Nicht-Religiösen stockt. Auch die Frage, dass vielen Religionen gleichgültig geworden ist. Jetzt hatten wir ja zwei Ereignisse in letzter Zeit, das sogenannte Mohammed-Video und das Titelbild von Titanic. Betreffend Papst Benedikt XVI. Was macht es eigentlich so reizvoll, über Religion so auf diese blasphemische und ja zum Teil sehr geschmacklose Weise herzuziehen? Das ist ganz einfach. Das Heilige spricht viele Menschen an. Es berührt sie bis ins Tiefste ihres Herzens. Und das natürlich jetzt in den Schmutz zu ziehen, das ist natürlich toll. Ich meine, das ist mit atheistischen oder mit anderen Symbolen genauso. Ich erinnere an die Bilder, dass man die Statuen von großen Herrschern einfach mal eben dann umkippt. Die kippt man nicht deswegen um, weil man nur ein Symbol umkippen will, sondern weil man Menschen etwas sagen will und ihnen auch wehtun will und sagen will, wir haben es jetzt zu sagen. Also das Heilige ist in jedem Menschen präsent, er spürt, was heilig ist. Provoziert es dann denn die Leute? Das provoziert dann andere Leute, das Heilige mit den Füßen zu treten. Das, oder, immer das heißt, dass einem nichts mehr heilig ist. Die jetzt wehtun wollen, den Muslimen, das sind angeblich gläubige Christen. Das sind gläubige Christen. Ja, so sehen die sich, so werden sie von vielen anderen auch gesehen. Das müssen die, und auch umgekehrt. Das wird aber auch anders benutzt. Das ist also jetzt ja nicht nur so, dass jetzt gerade ein Film dazu benutzt wird, um Muslime zu beleidigen, sondern dieser Film wird auch benutzt, um demonstrativ beleidigt zu sein. Das ist also das ganze Internet. Ich frage mich wirklich, ob alle diese jungen Menschen, die jetzt auch in Deutschland auf der Straße waren und gesagt haben, wir lieben Mohammed und wir sind furchtbar gekränkt, ob denen eigentlich klar ist, wie Internet funktioniert. Die sind doch jeden Tag sitzen die dran. Die wissen doch, da sind Millionen Einträge und jede einzelne Person, die hier sitzt, hat wahrscheinlich eine Beleidigung über sich selbst da drin stehen. Und da wird jede Religion, die es gibt, beleidigt. Jeder wird beleidigt. Das ist nicht gut, oder? Nein, aber es funktioniert so. Will man darauf reagieren? Man könnte jetzt sofort 5 neue Beleidigungen finden und deswegen eine Demonstration machen oder irgendwo stehen. Warum provoziert Religion Nicht-Religiöse? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Ist es denn Religion vielleicht auch egal, wie sie nach außen wirken? Die sind sich ihrer Sache gewiss und dann ist ihnen auch egal, wie sie auf andere wirken? Naja, ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade auch im Zuge der Debatten, die wir in jüngster Zeit geführt haben, denken Sie an die Beschneidungsdebatte, da war es besonders offensichtlich, dass wir mittlerweile auch eine Art säkularen Fundamentalismus haben. Wir haben auch den antireligiösen Fanatismus. Das ist nämlich der Punkt, wenn die doch sehr begrenzte menschliche Vernunft sich selbst absolut setzt und versucht, religiöse Normen sozusagen unter ihre Herrschaft zu bringen. Also die menschliche Vernunft ist immer begrenzt und ich glaube, der Respekt gegenüber anderen Religionen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber die Trennlinie verläuft ja gar nicht mehr zwischen gläubig und ungläubig. Die Trennlinie verläuft auch zwischen Scharfmachern auf der einen Seite, ja, die auch Religion nur benutzen, ob es jetzt antireligiös ist oder pro-religiös, und auf der anderen Seite zwischen Menschen, die an einem ernsthaften Diskurs interessiert sind, die eine konstruktive Auseinandersetzung möchten. Und dagegen habe ich ja nichts. Dass man inhaltlich Kritik am Islam übt, finde ich ja in Ordnung. Das soll so sein, das ist auch wichtig. Ja? So kann sich auch eine Religion weiterentwickeln. So beschäftigt sich man mit den Ursprüngen der Religion. Aber dieses, das heißt, also, die Leute, es gibt die ich gesehen, auch in der säkularen
Fraktion der Gesellschaft. Also ich hatte nicht den Eindruck bei den Fotos, die ich gesehen habe, von Menschen, die da an Gittern rüttelten, die die Augen verdrehten, dass die jetzt für das gute Gespräch zu haben waren, um ja, über Gott, ihre Religion zu reden. Und ich glaube auch nicht, dass diese Menschen die gleiche Auffassung haben wie Sie, dass die Ungläubigen auch irgendwie eine Chance haben, ins Paradies zu kommen, sondern dass die sich eher da wirklich an den Wortlaut halten werden. Und da wird, das ja, heißt, dass wir werden mit Eiter und Jauche getränkt und mit eisernen Keulen geschlagen. Und in der Bibel heißt das, es werden heulen und Zähne klappern, wird das sein. Und es gibt immer Leute, die werden das genauso auslegen. Es ist natürlich einmal, ist da die Heilige Schrift, die sagt, so und nicht anders. Jetzt kann das gemäßigt werden durch diejenigen, die berechtigt sind, nach ihrer Religion das auszulegen. Wenn die jetzt mäßigend einwirken, dann kann das ja nochmal so abgebügelt werden und halbwegs an die moderne Welt angepasst. Aber wenn die ebenfalls sagen, das muss ganz scharf ausgelegt werden und darüber ist nicht zu diskutieren, dann haben wir das Problem. Es müssen zwei Sachen zusammenkommen. Taugen Religionen nicht mehr als Vorbild, weil sie zu oft auch gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen haben? Also das Religiöse ist ja nicht etwas, was einer Institution gehört. Ich glaube, dass jeder Mensch gerufen ist, dass er diese Welt nicht nur sieht als das, was der Fall ist. Wir sind mehr als das, was in Reagenzgläsern ist oder in Gesetzestexten steht. Und ich habe religiöse Sozialisation. Ich habe sie so erlebt, anders als Sie, dass mir natürlich in einem katholischen Umfeld Glaube und Lehre bekannt gemacht worden sind. Durften Sie in eine evangelische Kirche gehen? Ich durfte da schon reingehen, ja. Für mich war das und als ich mit 16 für mich festgestellt habe, was Taufe bedeutet, habe ich sozusagen ratifiziert, unterschrieben, dass ich dem zustimmen kann, dass dies ein Freiheitsbekenntnis ist. Und ich glaube, dass wir da auf einem Weg sind, miteinander zu ringen. Was bedeutet eigentlich es, Mensch zu sein? Ich würde es gut finden, wenn wir es schaffen, miteinander gegen Ideologen zu gehen. Es gibt aus vielen guten Theorien, sind Ideologien gemacht worden, mit Gewalt etwas durchgesetzt wird, wo das Gespräch plötzlich aufhört. Einer der schlimmsten Ideologen ist doch der Papst, also Ihr alleroberster Herrscher. Mein alleroberster Herrscher sitzt im Himmel. Die Trennungslinie ist doch gar nicht mal in erster Linie. Es gibt es da auch zwischen Nichtgläubigen und Gläubigen, also die irgendeiner Religion angehören, sondern zwischen den Religionen. Also es gibt nirgendwo so viel Hass und so viel auch Verächtlichung machen des anderen verbal, Angriffe, also Mord und Totschlag, wie Gläubige einer Religion Gläubigen anderer Religion zufügen. Müssen sich denn die Religionen nicht untereinander sehr viel, auch sehr stark abschotten, um sich auch zu profilieren, gegenseitig abschotten? Ich erlebe das Christentum nicht so. Es gibt so vom Papst bis hin zu jedem Bistum in Deutschland, bis hin in unseren Orden hinein, gibt es Brüder, die für diesen interreligiösen Dialog und für den Dialog mit Atheisten einfach ausgebildet sind. Aber erkennen Sie die an? Sagen Sie, du kannst mit deiner Fasson genauso selig werden, wie ich mit meiner? Ja, ist ja verständlich. Das sagen Sie. Gottes Aufgabe ist. Das sagt der Papst? Ja, das sagt auch der Papst. Das können wir lesen, dass vom Konzil her es ganz deutlich steht, alle Menschen sind zum Heil gerufen. Es wird auch niemand mehr verdammt. Nein, der soll sagen, ein evangelischer Christ oder eine Muslima ist genauso. Von Gott anerkannt. Ist sie genau so anerkannt? Ihre Religion ist genauso anerkannt wie meine, die ich der Papst vertrete. Das möchte ich vom Papst hören. Einfach vom Islam her haben wir ja so einen kleinen Bonus, ja, weil wir sozusagen die jüngste Religion sind. Der Islam akzeptiert alle anderen Religionen, die vorher da sind. Da habe ich aber bei vielen auch nicht den Eindruck. Sie berufen sich auf Christentum und Judentum. Natürlich, das ist unsere gemeinsame Vergangenheit und alle Propheten gelten als von Gott gesandt. Von daher ist die Toleranz dieser Religion quasi schon in die Wiege gelegt. Wir wissen, dass nicht alle Islamisten. Ja, das Problem ist, dass sowohl die Muslime als auch die Nicht-Muslime sehr wenig über diese Religion wissen. Wissen Sie, womit ich noch ein ganz großes Problem habe, was ja am Anfang genannt wurde, dass immer diese starke Unterscheidung getroffen wird zwischen Religion auf der einen Seite und Wissenschaft und Vernunft auf der anderen Seite. Für mich gibt es zwischen diesen beiden keinen Widerspruch. Das eine ist das Wort Gottes, das andere ist das Werk Gottes. Das ist mein Verständnis von Religion. Und Sie finden im Koran einen ganz zentralen Vers, worüber auch Muslime nachdenken sollten. Da heißt es nämlich, Allah sendet seinen Zorn über diejenigen, die ihre Vernunft nicht gebrauchen. Und da wären wir dann bei dem Punkt Koranexegese. Natürlich gibt es die Verrückten. Es gibt gerade in der heutigen Zeit, und das war in der Geschichte des Islams nicht immer so, eine sehr buchstabengläubige, ahistorische, unkontextuelle Interpretation des Korans. Ja? Das ist ein Problem des heutigen Islams, da stimme ich Ihnen zu. Aber das war nicht immer so und es widerspricht dem Geist des Islams. Der Islam lebt davon, dass man dieses Buch mit der Vernunft begreift. Ein Achtel des Werkes beschäftigt sich damit, dass der Gläubige ermahnt wird, denk nach, benutze deinen Verstand, studiere die Natur. Das ist, was das auch dazu
also zu verhäufen, Religion und Aufklärung können eigentlich in bester friedlicher Koexistenz zusammenleben. Also auch Sicht der Es hat ja auch in Tunesien große Demonstrationen mit mehreren tausend Muslimen gegeben für die Frauenrechte. Es ist nur, dass jetzt da wirklich Leute sind, die versuchen, irgendwie diesen ganzen Fokus darauf zu legen und zu tun, wir sind der Islam und so verstehen wir das Ganze. Man weiß ja überhaupt nicht, wie viele da nicht gekämpft haben. Das weiß ja kein Mensch. Also wie viele gesagt haben, wir sind nicht damit einverstanden, was da passiert. Nur ist es, glaube ich, so, dass wirklich auch viele Muslime vor ihren Glaubensbrüdern Angst haben, die das eben ganz anders auslegen und die dann auch Druck machen. Also es gab ja ganz wenig Muslime, die jetzt wirklich gesagt haben, ich bin nicht beleidigt von diesem Video. Mich hat das nicht gekränkt. Da hat es auch einzelne Stimmen gegeben. Aber dazu gehört schon einiges, das zu sagen, sich so zu exponieren, weil das wirklich abgestraft werden kann. Sagen Sie den Papst. Ich habe noch mal eine Frage an Sie, weil Sie sagen, so fürchterlich tolerant. Ich habe nun ja den Koran nicht gelesen, ich kriege ihn immer wieder geschenkt, aber komme ich dazu zu lesen. Hat denn Mohammed gesagt, dass ein katholischer Christ oder ein Christ genauso glücklich werden soll und genauso nach seiner Fasson leben soll wie alle anderen? Da habe ich Zweifel. Hat er nicht gesagt, die sollen alle so werden wie Muslime? Nein, das geht nicht darum. Hat er nicht gesagt? Wissen Sie, es geht nicht um diese nominelle Zugehörigkeit zu einer Religion. Es geht um eine innere Erkenntnis. Das ist das Springende. Wissen Sie, wenn Sie für eine Idee stehen, also Sie stehen sicherlich für die Idee der Demokratie, dann gehen Sie auch damit und werben dafür, weil Sie davon überzeugt sind. Ja. Das heißt nicht, dass Sie irgendjemanden dazu zwingen, irgendeine Idee anzunehmen oder jetzt danach zu leben. Und der Koran, unzählige Stellen, sagen immer wieder, wer bist du, dass du die Menschen zwingen willst? Wenn Gott gewollt hätte, dass alle Menschen gläubig sind, dann hätte er schon selber dafür gesorgt, so sinngemäß. Wer also bist du, dass du die Menschen zwingen möchtest? Aber trotzdem fragen, warum in Ägypten Menschen getötet werden oder vor der Hinrichtung Angst haben müssen, in Ägypten, zumindest im alten Ägypten, die Leute zur Taufe geführt haben. Die Frage muss man stellen. Dass Menschen ins Gefängnis. Ist das, und das würden Sie jetzt auch ganz öffentlich sagen, unislamisch. Also, dass andere Religionen toleriert werden, geachtet werden, respektiert werden, eine freie Religion ausgeübt werden kann, da finden Sie in der frühen Geschichte des Islams unzählige Überlieferungen des Propheten, wie er mit Christen umgegangen ist, als er sie eingeladen hat. Aber die Kirchensteuer, also wenn jemand für eine Kirche gespendet hat im frühen Islam, dann galt das als eine gute Tat. Ja? Aber interessanterweise, das Land, das die heiligste Stätte des Islam beherbergt, Mekka, Saudi-Arabien, da ist das ja mit dem Tode bedroht, nicht der islamischen Religion zu huldigen. In einer bestimmten Richtung. Ja, wie ist das denn, wenn in Pakistan der Eisenbahnminister, also ein Minister, wirklich eben was aussetzt und ein Kopfgeld von 100.000 Dollar aussetzen will und dann sagt die Regierung, wir distanzieren uns davon, das ist nur seine Meinung. Ich meine, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Fanatiker, die aus irgendwelchen Löchern kommen, die im Untergrund gelebt haben, sondern wir reden von der Regierung und von einer Partei, die an der Regierung teilnimmt und die sagen, das ist nur seine Meinung. Das ist keine Meinung, das ist Aufruf zum Mord gewesen, was da passiert ist. Und dieses Abwiegeln, wenn es um die Ungläubigen geht, dann ist das nur seine Meinung, dass die umgebracht werden müssen. Und wenn da sowas gezeigt wird wie ein Film, also wenn eine Art von Meinungsfreiheit stattfindet, was ja irgendwie auch als Beleidigungsfreiheit bezeichnet wird, aber für mich ist das eine Meinungsfreiheit, wenn so ein Film gezeigt werden darf, dann sind alle furchtbar empfindlich. Das finden alle ganz schlimm. Und das andere ist eben nur eine Meinung, ein Kopfgeld auszusetzen. Ist denn für Religionsgemeinschaften, für Kirchen, für Religionen, ist denn die Religionsfreiheit eigentlich ein Problem und nicht so sehr ein Privileg, weil eben da auch ein unglaublicher Wettbewerb auf dem, man würde jetzt ökonomisch sagen, auf dem deregulierten Religionsmarkt besteht? Also Religionsfreiheit, der Begriff hat sich ja verändert. Also wir hatten einen Religionsfreiheitsbegriff, der sagt, jeder kann seine Religion ausüben, wie er das gerne will. Aber jetzt wird der Religionsfreiheit von vielen verstanden, dass wir religionsfreie Zonen brauchen. Ja, aber so ist es doch. Doch. Aber ich meine, im Artikel 4 des Grundgesetzes wird ja nicht nur die ungestörte Religionsausübung mehr sein, ist für mich doch ganz klar. Die Schule ist eine staatliche Einrichtung. Ja, aber den Kindern muss doch gegeben werden, was zum Menschen gehört, nämlich religiös zu werden. Die Kinder müssen doch angeleitet werden. Ja, aber Moment, vielleicht Sie behaupten, das muss nicht. Da an diesem Punkt sind wir. An dem Punkt sind wir, nochmal, es geht um Religionsfreiheit. Im Artikel 4 des Grundgesetzes ist das ja genau ausgeführt, dass die ungestörte Religionsausübung wird vom Staat garantiert. Allerdings heißt es einen Satz vorher, dass jede Form von Religion und Gewissensausübung frei ist. Da verstehe ich das natürlich so, dass Religionsfreiheit nicht nur heißt Freiheit für Religionen oder Religionsausübung, sondern auch Freiheit von Religion, so wenn jemand damit nichts anfangen kann.
Das heißt, also es sind ja zwei Dinge, die die Religionsfreiheit ausmachen. Deswegen ist die Frage, ob man mit dieser Art von Religionsfreiheit in den Religionsgemeinschaften so glücklich ist. Ja, natürlich. Also die bessere Idee setzt sich durch. Sie haben ja auch die Frage gestellt, ob das ein Problem wäre, dass viele Religionen auf dem Markt sozusagen diese kapitalistische Denkweise. Aber natürlich auch, was die Religion angeht, ich finde das eine große Bereicherung, dass wir ein multireligiöses Land hier in Deutschland haben, dass es viele Religionen, viele Ideen gibt, die sich verbreiten und die bessere Idee wird sich durchsetzen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber auch keine Religion haben. Aber auch keine Religion haben, natürlich. Sollen sich auch verbreiten. Was bringt denn das, dass sie jetzt irgendwie... Ich glaube, dass es dem einzelnen Menschen nicht gut tun würde. Soll sich das verbreiten, dass man keine Demokratie hat? Soll sich das verbreiten, Herr Ströbele? Nein. Ist besser für die Menschen, dass es Demokratie gibt, finde ich auch. Es gibt Werte, von denen wir zutiefst überzeugt sind, dass wir wollen, dass alle Menschen sich sie aneignen. Ja. Das ist doch das, was... katholischen Glauben? Nein, überhaupt nicht. Sondern zunächst... Gibt es überhaupt keinen gemeinsamen Wertekanon mehr, auf den sich Religiöse und Nicht-Religiöse einigen können? Natürlich. Ich glaube, die sind demokratische Werte? Humanismus, Demokratie, Freiheit, Autonomie des Menschen, Selbstbestimmungsrechte. Das sind alles Rechte, die ganz tief verankert sind. Ist Demokratie ein Glaubenssatz, ein Ideal der katholischen Kirche? Auf jeden Fall. Aha. Auf jeden Fall. Wir setzen uns dafür ein. Überall in allen Ländern. Wieso gibt es einen Alleinherrscher, der aber alles es ist doch interessant, Herr Ströbele, dass überall, wo die katholische Kirche ist, dass Leute sich fröhlich freuen, dass endlich Menschen kommen. Das erleben meine Brüder, die nach Indonesien kommen, dass sie in andere Länder kommen, dass Menschen sagen, endlich kommen Menschen, die uns einladen, unseren Verstand zu gebrauchen und uns einzuladen, diese Gesellschaft zu gestalten. Und das macht eine Kirche in der ihr gemäßen Verfassungsform. Sie ist ja kein Staat. Aber doch kein demokratisch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass die Kirche, die katholische Kirche, demokratisch ist. Nein, sie ist eine Stiftung, eine göttliche Stiftung. Ja. Sie ist eine Stiftung. Die lebt nicht Demokratie. Aber sie stiftet Menschen zur Demokratie an. Sie wissen dass unsere Demokratie in Deutschland von überzeugten Katholiken mitbegründet worden ist. Also nicht zur Gleichberechtigung zum Beispiel. Priesterweihe für Frauen ist ja irgendwie immer noch nicht im Gespräch. Aber die Einladung, dass Frauen und Männer die ganze Gesellschaft mitgestalten sollen, ist eine Grundidee. Priesterweihe für Frauen gehört aber nicht dazu. Wir kümmern uns jetzt mal um das, was die Gesellschaft angeht. Was wir in unserer Kirche machen, das wollen wir als Leute in unserer Kirche selbstverständlich frei bestimmen dürfen, aber wir wollen von der Gesellschaft... Auch eine Diktatur. Bitte? Auch eine Diktatur. Ich glaube, wir wollen natürlich befragt werden und wer redet denn von Diktatur? Ja, wenn einer alles zu sagen hat. Es hat nicht einer alles zu sagen. Wo steht das? Nein. Aha, ich denke, der Papst spricht... Das ist leider ein Missverständnis. Nie? Gibt es nicht? Es gibt Punkte, an denen die Kirche unfehlbar ist. Die Frage ist, ob es unfehlbar ist. Die Frage ist, ob die Kirche unfehlbar ist, wenn sie sagt, dass alle Menschen zu erfüllten Leben gerufen sind. Und wenn die Kirche sagt, una sancta catholica, die einzig selig machen will? Die Kirche sagt, dass die ganze Welt gerufen ist, eine große Menschheitsfamilie zu werden und dass es darin einen Sauerteig gibt, der sich Kirche nennt. Also die katholische Kirche hat sich gewandelt, Herr Ströbele. Die alten Kamellen, die ständig weiter geritten werden, auch natürlich von ihrer Stiftung und von diesen ganzen Menschen, die reden von Dingen, die waren. Sie reden von Dingen, die waren. Sie reden nicht von Dingen, die sich entwickelt haben. Nein, wir reden von Problemen, die jetzt auftauchen, wenn die Demokratie, wenn Werte, die in unserer Gesellschaft hochgehalten werden, einfach mit den Werten von Religionsgemeinschaften kollidieren. Wo kollidieren das denn Werte, wenn ich sehe, dass Meinungsfreiheit jetzt gerade. Wo kollidiert das denn? Ich sehe auch keinen Ansatzpunkt dafür, dass irgendein Wert kollidiert. Also Sie haben im Islam... haben Sie ja nicht eingeschaltet. Doch, habe ich. Aber wissen Sie, was so ein kleines Problem für mich ist? Es gibt 1,6 Milliarden Muslime auf der Welt, ein Viertel der Weltbevölkerung. Und 0,001% sind vielleicht auf die Straße gegangen, also haben sich zu einem Mob zusammengetan und haben da irgendwelche Botschaften gestürmt, was völlig unislamisch ist, was pervers ist, was falsch ist. Und dann rekurrieren sie jetzt auf einen durchgeknallten oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, auf einen problematischen Satz eines pakistanischen Ministers, wo sie auch sehen müssen, Pakistan ist eins von 49 Ländern mit einer muslimischen Mehrheit und ein sehr, sehr in sich problematisches Land mit sehr schwierigen Konstellationen und mit einer starken Verfolgung von religiösen Minderheiten. Das können Sie nicht als Todesstrafe für Blasphemie. Wie sehr viele andere islamisch regierte Länder auch. Dort, wo im Koran finden Sie die Todesstrafe für Blasphemie nirgendwo. Das ist politische Geschichte. In fünf Ländern mindestens. Mir wäre es lieber, wenn wir wieder zu uns zurückkommen. Was mir Sorge macht in der ganzen Diskussion ist eigentlich, dass Menschen den Eindruck haben, dass wer religiös ist, eigentlich potenziell in der Gefahr steht, terroristisch zu werden, undemokratisch zu werden,
oder sonst etwas. Aber die Frage ist ja, die und Religion. Das finde ich schwierig. Bruder Paulus, die Religion in der säkularen Gesellschaft, in der klassischen westlichen Gesellschaft, haben Sie das Gefühl, dass die sehr unter Druck ist, dass die angegriffen wird? Fühlen Sie sich bevormundet? Gesinnungsterror, säkularer Gesinnungsterror, ist das, sind die Kirchen da oder die Religionsgemeinschaften, sind die da auf dem Rückzug, sind die da in der ständigen Defensive, müssen sie sich ständig sagen, verteidigen? Dass ich durchaus nach vorne gehe und mit Menschen spreche, die einfach sagen, was ist der Sinn des Lebens? Was soll das in meiner Krankheit? Wie komme ich zurecht? Wie komme ich damit zurecht, dass ich Untreue erlebe? Wie komme ich damit zurecht, dass ich diese Kriege in der Welt erlebe? Wie kann ich das alles verarbeiten? Damit kommen Menschen zu mir und sie fragen mich, den religiösen Menschen. Und ich kann ja nicht sagen, was die denken sollen. Das will ich ja gar nicht. Sondern ich möchte sozusagen meinen Werkzeugkasten öffnen. Ich mache das wie der Jesus am Kreuz. Der macht sich offen und weit, lässt sich von mir aus auch verletzen. Und dann kann gefragt werden. Und die Menschen wollen eine Antwort haben. Und ich werde denen nicht vorschreiben, was sie zu denken haben. Die katholische Kirche schreibt den Leuten ihr Sexualleben vor. Wo? Also Leute, die in den Diakonien arbeiten. Wo leben sie denn? Glauben sie, dass es eine... In Deutschland, da passiert das. Sie glauben doch nicht, dass Katholiken Menschen sind, die sich von irgendeinem was vorschreiben lassen. Doch, und Sie? Aber doch, bitte nicht. Darf ich Sie mal was fragen? Dürfen Sie. Sagen Sie mir mal ganz ehrlich. Wenn ich Ihnen sage, ich habe Unschamhaftes getan und ich will es morgen auch wieder tun. Und ich will Unschamhaftes denken. Und ich will Unschamhaftes ausdrücken. Ja. Sagen Sie dann, das ist eine Sünde oder sagen Sie, es ist voll in Ordnung, mach weiter? Wenn das im Moment Ihr Weg ist. Sagen Sie mir, ob das voll in Ordnung ist, mach weiter. Sagen Sie mir zunächst einmal, ob Sie das in Ordnung finden. Ich finde das in Ordnung. Sie finden das in Ordnung. Ja. Dann gehen Sie doch diesen Weg. Das sagt das die katholische sage ich Ihnen, Kirche sage ich, oder sagen Sie das? Nein, also, das sage ich. Es kommen doch Menschen zu mir, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Schuld. Es gibt das ist wahrlich nicht nur Beispiel nicht in der Kirche Ströbel, aus. Da muss man das als Sünde beichten. Aber Herr Ströbel, worum geht es denn? Es geht doch um Freiheit. Wenn Sie Unschamhaftes tun, wenn Sie das für Freiheit halten, dann werde ich mit Ihnen darüber reden, was für Sie da Freiheit dran ist und nicht. Aber wir kommen doch nicht von oben herunter und sagen, was man darf und nicht darf. Darf ich Ihnen noch mal... Nein, das macht die Kirche sicher, nicht. Bruder aber Paulus, noch mal eine Frage stellen zu dem, was Sie jetzt hier gehört haben. Alles Vorwürfe, die hören Sie sicherlich nicht zum ersten Mal. Also Religion ist fanatisch, Religion hat einen Absolutheitsanspruch, Unfehlbarkeitsanspruch. Sind das für Sie Ressentiments, Vorurteile, die immer wieder neu bewegen? Oder hat das einen wahren Kern? Oder was können Sie dagegen tun, damit man über Religionsgemeinschaften vielleicht ein positiveres Urteil fällt? Für mich klingt ja alles eigentlich sehr negativ und das Selbstverständnis von Islam und katholischer Kirche. Also wir machen in den Klöstern die Erfahrung, die Menschen rennen uns die Türen ein. Die katholischen Schulen können sich vor Austritt es zum ist Drittel, so. Ne? Oder nein. Was war das gerade bei den Katholiken? Die Klöster können sich vor Anmeldung nicht mehr retten. Die Leute wollen mit geistlichen Menschen leben. Die katholischen Schulen wissen nicht leer mehr. Und werden die langsam katholischen Schulen, Herr Ströbele, erstmal wollen wir auch diese Tatsachen sagen. Die katholischen Schulen können sich vor Anmeldungen kaum mehr retten, weil die Eltern möchten gerne, dass ihre Kinder nicht in einem irgendwie nebulösen irgendwie erzogen werden, sondern dass den Kindern ein Angebot gemacht wird. Und das glauben Sie nicht, dass die Eltern bescheuert sind. Die wissen, warum die Kirchen, die evangelische wie katholische Kirche, warum wir konfessionelle Schulen haben. Das sind keine Einrichtungen zur Verblödung der Menschen, sondern es ist eine Einladung zu einem... Was schreibt die Kirche vor? Dass sie die Kinder katholisch erziehen sollen. In Aber was ist denn eine katholische Erziehung? Sie ist letztlich eine Einladung in die Freiheit. Ach. Ich habe das so kennengelernt. Ich meine, Sie können darüber lachen und Ihre ehemalige Erfahrung, die schmerzhaft gewesen sein mag, die können Sie gerne heute immer noch weiter vorantreiben. Ich lade Sie ein. Gehen Sie doch mal irgendwo in irgendein katholisches Dorf und gucken sich das da an. Wo leben Sie? Ich kann Ihnen Gemeinden zeigen, in denen Menschen da sind, die sich einsetzen für ihre Mitmenschen, die Nachbarschaftshilfe haben, die eine Kleiderkammer aufmachen, die sich engagieren bis zum Gehtnichtmehr. Ich glaube ja nicht, dass alle Christen böse Menschen sind oder schlechte Menschen sind. Aber wie kommt das denn, dass Sie das nicht sind? Nein, es sind weil Sie genauso sind. Wie Nichtgläubige solche und Sonde sind. Und ich will gar nicht zählen, wo da mehr oder weniger vorkommen. Ja. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber ich sage, die Nichtgläubigen sind in der Regel, ich hoffe jedenfalls, ich würde Ihnen das dringend raten, verbieten keinem, weder ihren Kindern noch ihren sonstigen Umfeld, ihren Verwandten, zum Beispiel ihrer Familie, Religionsausübung. Dass da jemand katholisch wird. Es gibt oder genügend Kinder, die dürfen nicht beten. Ich habe jetzt letztens erlebt, dass eine Mutter kommt und entsetzt ist, dass ihre 13-jährige Tochter getauft werden will. Ich verstehe es nicht, dass die getauft werden will. Das muss ich aber auch bestätigen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr starke Idealisierung, die Sie hier vornehmen. Also, was ich aus erster Hand einfach erfahre, wenn jemand zum Islam konvertiert,
da haben auch Atheisten, da haben nicht religiöse Menschen ein ganz großes Problem mit. Also diese Toleranz, also hier wird ja so ein Bild aufgebaut, wir hätten auf der einen Seite die toleranten, aufgeklärten Atheisten und auf der anderen Seite die rückständigen, idiotischen Religiösen. So ist es doch gar nicht. Also es gibt doch, das ist doch einfach ein viel zu dichotomes Denkmuster und Argumentationsstrukturen, die da, glaube ich, in eine ganz falsche Richtung gehen. Nehmen Sie eigentlich jeden auf, der zu Ihnen kommt? Ja, natürlich. Also es gibt keinen Zwang im Glauben und jeder, der möchte, kann Muslim werden. Man muss nur sagen, la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist ein Gesandter und damit ist man Muslim. Und wie verhindern Sie, dass bei Ihnen dann Leute Schutz suchen, die genau solche Menschen sind, die fasziniert sind von Gewaltbildern? Wie verhindern Sie das? Wie kann man das verhindern? Indem man argumentiert, indem man aufklärt. Natürlich tun wir das. Das tun, ich denke, katholische Kirche nimmt solche nicht auf. Menschen tun das. Nee? Aufklärungsveranstaltungen gibt es. Bei uns werden Gespräche geführt. Wir nehmen nicht jeden. Nee? Also vielleicht kann ich diese Schwierigkeit der Atheisten mit Menschen, die zum Islam konvertieren, so erklären. Weil ich glaube, es gibt diese Schwierigkeit für gegenüber Menschen, die zum evangelischen oder katholischen Glauben konvertieren, gibt es nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass es sich sehr viel um junge Männer handelt, die dann zum fundamentalen Islam sehr wechseln viele. Wollen. Das ist wieder so eine pauschal abwertende, generalisierende Aussage. Ja, ich habe da keine Zahlen. Eben, aber ich kenne niemanden, der jetzt einfach zum gemäßigten Islam konvertiert. Ganz selten mal, weil jemand einheiratet oder so. Sondern die Fälle, von denen ich weiß, die wollen es dann gleich richtig haben. Das sind Leute, die auch wissen, die wollen jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht. Die wollen nicht mehr dieses Wischiwaschi, diese aufgeweichten Religionen. Genauso wie es in der katholischen Kirche ja auch diesen Trend gibt, dass ganz viele, dass es in der Mitte so ganz viel wegbrechen. Die es irgendwie so gemäßigt und sagen, ja, irgendwie, ich habe diese Tradition, so halb glaube ich das, so ganz genau, so nehme ich es nicht. Dass von denen irgendwie ganz viele austreten. Und es plötzlich auch so eine Gruppe gibt, so einen kleinen festen Kreis, der möchte gerne wieder eine alte Liturgie. Hat das vielleicht was mit Globalisierung zu tun? Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass wir generell erleben, wie Menschen einem Fundamentalismus anheimfallen? Ob es jetzt rechtsradikal oder links? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die einfach Unsicherheit, das naturwissenschaftliche Wissen und das, was die Kirche erzählt, einfach immer mehr auseinanderklafft und dass die Leute damit ein großes Problem haben. Und da gibt es halt die, sagen, dann will ich es jetzt aber wieder ganz genau so wie früher. Aber Frau Duwe, was ist denn das jetzt? Sie sagen, das naturwissenschaftliche Denken und das Glaube, der klafft auseinander? Ja, natürlich. Sie können nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es geht doch mit dem Glauben. Wieso, wenn Sie die Entstehung der Welt oder die Entstehung der Menschen erklären, wie erklären Sie das? Wie war das? Ich kann das gar nicht erklären. Ich kann das nur glauben. Die katholische Kirche kann das auch nicht erklären? Ich glaube auch, es gibt Erzählungen von Naturwissenschaftlern, die reden was von Urknall. Das sind Mythen, neuartige Mythen, ja, die erzählt werden durch nichts zu belegen. Von wem sind die geschaffen? Vielleicht sind sie von Gott geschaffen. Vielleicht. So wie es die Bibel sagt. Die Frage ist ja... Dieses vielleicht wäre mir wichtig zu sagen. Ich habe das ganz bewusst gesagt. Dieses vielleicht gehört heute zum Glaubenden. Wer Gott findet, der wird ihn Gott finden heißt ihn unaufhörlich suchen. Das ist meine Erfahrung. Vielleicht besteht das Missverständnis auch darin, dass man, man glaubt ja mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf und dem Verstand. Geht es ganz ohne Glaube oder brauchen die Menschen doch irgendetwas, woran sie glauben, egal was das ist? Also offensichtlich haben sehr viele immer noch das Bedürfnis zu glauben. Es sind ja auch eine ganze Menge. Und dass es jetzt in Europa sehr viel weniger sind, oder zumindest in Westeuropa, es gilt ja nachher nur irgendwie für einzelne Länder, während es in anderen Ländern gibt es einen großen Zulauf, ne? Auch in Afrika zum Katholizismus. Da ist es ja überhaupt, dieser Auflösungsprozess gar nicht in Gange. Also gibt es, glaube ich, ein großes Bedürfnis, sich irgendwie geborgen zu fühlen. Mir ist sehr unbehaglich dabei. Nee, also braucht der Mensch nicht etwas, an was, also, dem man sich festhalten muss? Aber natürlich, das muss doch nicht eine Geschichte sein, wo einem dann aufoktroyiert wird, erklärt wird, dass die Menschen aus einem Stück Erde oder wann geformt worden sind und so gemacht worden sind. Wenn die gesamte Wissenschaft heute, die Ernstzunehmende, davon ausgeht, dass es eine Evolution gibt, wo dann irgendwann mal vorher so ähnliche waren wie Affen oder zusammen und da hat sich das daraus entwickelt. Ich weiß nur, dass die christliche Kirche, das auch vorschreibt, dass es in großen Teilen, also in den USA gibt es Umfragen, dass das 70, 80% der Menschen sind, die behaupten, das sei so gewesen, obwohl das
inzwischen. Also das Bild man der Religion, hat ja in, das die, in der Diskussion hier den Eindruck, diese gegenseitigen Vorhaltungen, man redet so aneinander vorbei. Warum gelingt es den Religionen nicht, mehr Verständnis für ihre Ziele oder für das, was sie eigentlich ausdrücken wollen, in der Gesellschaft zu wecken? Warum hat man das Gefühl, das sei antiquiert, uralt, vergreist, würde dem modernen Menschen nichts mehr sagen? Also was ist denn jetzt mir heilig? Darum geht es auch in der Religion. Was ist mir heilig? Heilig ist mir, dass Gott mich geschaffen hat in einer großen Weltgeschichte und dass ich teilhabe an der Weltgeschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt. Das ist mir heilig. Und das kann ich niemandem zeigen, da kann ich auch nicht ein Buch drüber schreiben, das ist mir heilig. Ich weiß, dass anderen Menschen es auch heilig ist und anderen ist es nicht heilig, weil andere eine andere Erklärung haben. Aber wissen Sie, da gibt es, glaube ich, auch nochmal einen ganz großen Unterschied zwischen Islam und Christentum. Ich glaube, das muss man an der Stelle sagen, diesen Unterschied zwischen Vernunft, Wissenschaft auf der einen Seite und Religion auf der anderen Seite, das haben Sie in der islamischen Geschichte so eigentlich nicht gehabt. Wir hatten hier im 8. und 9. Jahrhundert eine ganz starke, eine beherrschende Strömung des Islams, das waren die Rationalisten, denen es gelungen ist, auch den Rationalismus in das westliche Mittelalter zu überführen. Denken Sie an die Übersetzung von Ibn Rushd. Das heißt, dass Religion einen Widerspruch zur Vernunft darstellt, das ist ein christliches Problem. Und das wird jetzt sozusagen auf den Islam projiziert. Abgebrochen nach 1100, ne? Ja, gut, aber das wird auf den Islam projiziert und der Islam, den wir jetzt haben, der ein großes Problem darstellt, also der politische Islam, wie hat er sich denn entwickelt? Das ist ein ganz junges Phänomen. Der politische Islam hat sich in der Auseinandersetzung mit westlichen politischen Ideologien entwickelt, in der Auseinandersetzung mit einem übermächtigen, wirtschaftlich und militärisch überlegenen Westen im 19. und 20. Jahrhundert. Und das ist ein junges Phänomen und wir reduzieren den Islam jetzt auf diese politische Ideologie und vergessen, was 1400 Jahre vorher war, was für eine Form von Toleranz durch den Islam, was für Form von Wissenschaftsblüte auch mit entstanden ist. Also der Islam natürlich, hat es gab auch negative Nordafrika erobert, einschließlich Spanien, dann auch auf dem europäischen man Kontinent. Muss differenzieren. Das war auch nicht natürlich alles ganz friedlich und alles sehr zurückhaltend. Aber es gab im Namen auch ganz viel Potenzial. Allahs, im Namen des Islam, mit dem Schwert Allahs sind die vorher. Aber diese alten Kamellen wieder rauszuholen. Nein, diese alten wollen, die Frage ist ja, ob man das Wort mit alten Kamellen ist hier schon häufiger gefallen wird, diese Sendung ist auch gleich zu Ende, ist ein Problem, wir haben es schon mal angesprochen, dass es einfach viel zu viele Religionen gibt, dass der Mensch braucht ja Übersichtlichkeit. Wir wissen das von Kaufhäusern, wenn er unter 50 Pullovern auswählen muss, ist er viel unglücklicher als unter 5. Ein geniales Zitat von Voltaire dazu. Ganz geniales Zitat. Die Frage ist einfach, dass diese Abgrenzung, diese Unübersichtlichkeit, ist das Problem der Religion in der modernen Religion, sagte Voltaire, bedeutet Despotismus. Zwei Religionen bedeutet Bürgerkrieg. Und wenn wir 30 Religionen haben, dann ist es super. Ja, die Frage ist ja, Sie wollen ja, dass die Religion Widerhall in der Gesellschaft findet, dass die Menschen sich mit Religion beschäftigen, dass sie den Glauben annehmen. Nein, das ist ja der Wunsch der Religion. Ich will nicht, dass Leute sich mit Religion beschäftigen. Ich möchte, dass Menschen zu der Wahrheit ihres Herzens finden. Wenn sie darin Gott hören können, herzlich willkommen, ich spreche gerne mit Ihnen darüber. Andere hören ihn nicht, der soll mit Atheisten ins Gespräch kommen. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg. So versuche ich missionarisch zu leben und das mache ich eigentlich mit großem Erfolg, wenn Erfolg überhaupt einer der Namen ist. Bezweifeln Sie religiöse Toleranz? Und ich will nämlich nicht, dass Kindergärtnerinnen gekündigt werden, bloß weil sie plötzlich mit jemandem zusammen sind, der schon mal geschieden ist. Ich finde, das ist einfach ein Eingriff, der sich nicht gehört. Die Religionen sollen sich innerhalb des Grundgesetzes bewegen. Also die Religionen sagen hier, die beiden Vertreter der Religion sagen, wir sind tolerant, aber sie glauben nicht, dass Religionen tolerant sind. Das mag sein, also den beiden will ich überhaupt nicht zu nahe treten. Aber eine Kindergärtnerin ohne aber die Religion grundsätzlich ist immer. Aber ich würde auch gerne, dass in einem Kindergarten ein Kind, das beten will, beten darf und nicht beten verboten kriegt, weil das ja vielleicht die neutralen anderen Menschen beeinträchtigen könnte. Nicht beten muss. Und nicht beten muss, aber dass es das darf und dass wir in einem modernen Säkularismus, der sich oft missionarisch gibt, nicht so tun, als wenn Religion was Komisches sei. Ich würde es gut finden, wenn es dieses Menschenrecht auf Religion, das jeder hat, wenn jeder das auch leben davon. Gerne auch auf Atheismus. Ich glaube, ein Kind verboten im Kindergarten zu beten. Was glauben Sie, wie viele Menschen sich scheuen, Religiosität zu zeigen in unserem Land? Aber hat auch noch niemand verboten? Sie schmeißen die aus der Kirche raus. Fragen Sie mal, welche Feste gefeiert werden dürfen in sogenannten. Ich muss an der Stelle jetzt die Diskussion abbrechen. Die könnte noch lange weitergehen. Ich habe auch aus der Sendung gelernt, dass, glaube ich, der Dialog zwischen unterschiedlichen Wertvorstellungen, religiösen Vorstellungen, Lebensvorstellungen auch in einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft wie der unseren fast noch am Anfang steht. Und dass wir vielleicht auch noch viele Sendungen zu diesem Thema machen müssen, um mehr Verständnis füreinander zu bekommen, liebe Zuschauer. Soweit die Phoenix-Runde
für heute. Das Thema am Mittwoch lautet armes, reiches Deutschland. Wie sozial ist die Marktwirtschaft ein wichtiges Thema, das uns in diesen Monaten beschäftigt? Bleiben Sie bei uns.